Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Runde von Let's Play Rainbow Six Kakarot. Wir wollen gleich weiter spielen. So, gehen wir auf Fortfahren. Ich habe übrigens auch schon die letzten DLCs gekauft, das kann ich euch übrigens auch gleich mal zeigen. Ja, wir haben auch hier meinen alten Spielstand, wir haben auch hier den ich in der Trunks-Welt abgeschlossen habe. Allerdings möchte ich hier mit dem hier weitermachen, weil da sind wir im letzten Part auch dran stehen geblieben. Und der letzte Part ist auch eine ganze Weile her, weil ja, seitdem habe ich einen neuen PC, seitdem hat sich einiges verändert. Ich habe auch deutlich andere Sachen halt gemacht. Ja, auch viel Arbeit und alles. Ja, soll ich zusammenfassen, wir sind gegen Vegeta. Ich glaube, den Kampf haben wir sogar noch beendet. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze jetzt hier jetzt weitergeht. Ich möchte natürlich auch versuchen, hier das Ganze auch ein bisschen mit Tipps zu machen und auch die ganzen Folgen so von Quest zu machen, also wie es auch von mir gewohnt seid. Ich versuche auch, dass die Folgen wirklich nicht zu lang sind. So, schauen wir mal. Wir sind mit Son Gohan. Wir müssen nach Lunch suchen. So, erster Tipp, den ich natürlich immer wieder geben kann. Ihr müsst gucken, ob auf der Weltkarte irgendwelche... wie heißt denn noch eine Weltkarte? Ah, das ist hier die Taste. Ob wir hier auf der Weltkarte irgendwelche Missionen finden. Weil die geben sehr, sehr viel XP. Und normales Gegner-Grind ist halt, gibt halt gar keine XP. So, dann müssen wir mal schauen. Man kann irgendwie, glaube ich, auch noch, erstmal schnell. Genau, man kann mit L1 ist es, glaube ich, kann man auch noch nach Sachen suchen, die irgendwie versteckt sind. Das sind Items, das sind Dragon Balls, das sind auch gewisse Sachen, die eventuell schöne Sachen. Also es sind auch gewisse Sachen, die man auch sehen kann hier. Man kann aber auch noch Zeit reisen und man kann ja auch schauen, was man suchen kann. So, ich muss mal kurz gucken, ob die blauen Leute jetzt, ob das hier Nebenmissionen waren oder ob das jetzt einfach nur Sprechblasen waren von Leuten, die was sagen. Ja, es sind nur Sprechblasen von Leuten, die was sagen. Wir sprechen trotzdem mal den lieben Opa an. Das müsste der Opa von Son Gohan sein, glaube ich. Weil es ja Chichis Vater ist. Mein Schatz ist kaputt. Aha. Genau, hier kriegen wir ein paar Gegenstände. So können wir auch gleich mitnehmen. So, ich kann euch auch noch einen Tipp geben, dass man vor dem Kampf immer gucken sollte, ob man Heilgegenstände im Kampf hat. Allerdings, wenn man so ungefähr auf dem gleichen Level ist wie der Gegner, sollte man den durchaus besiegen können. So. Ich habe im Kampf gegen Saiyajins auch so eine Verletzung abbekommen, aber meine Verletzungen sind wohl nicht genug fürs Krankenhaus. Ja. Ey Kitty, ich glaube, du würdest ihn auch nicht reinlassen. Mann, und ich hätte mir schon ausgemalt, wie ich das kostenlose Krankenhaus essen, nämlich reife und eine Garage zurück. Euch geht's gut. Also habe ich die Welt gerettet. Habt ihr die Welt gerettet? Hier nimmst du Fall des Tages. Nimm schon. Ah, super hell. Irgendwas. Okay. Dann muss ich mal schauen. Wir hatten jetzt auf jeden Fall ein paar Gegenstände noch gesehen. Die nehmen wir durchaus mit. Oh Gott, ich glaube. R1 war. Genau, R1 ist hochspringen und R2 ist runtergehen. Dann sammeln wir das durchaus ein. Vor allem die lilanen Sachen sind durchaus Sachen, die man einsammeln sollte. Ich werde euch das auch in anderen Passen einfach nur einblenden, wenn ich irgendwas finde. Aber ich denke mal, hier ist es vollkommen okay, wenn ich das noch kurz live mitnehme. Das werden auch wahrscheinlich nur D-Medaillen sein, genau, die wir für irgendwas zum Freischalten brauchen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was das jetzt war. Also ich habe noch eine Erinnerung, die können wir euch hier auch noch kurz einsammeln. So, genau, jetzt Goku allein drin besucht, Getränk war kaputt und der besucht Bulma, damit sie es repariert. Genau. Halt, ich wollte. Hier runter. So. Das springe jetzt. Ich kann jetzt mit 1 sprinten, aber anscheinend doch nicht. Man könnte auch irgendwie sprinten, ich weiß noch nicht wie. Muss das mal kurz ausprobieren.
Ach ja, man drückt den L3-Knopf runter. Okay, so war es. Sprinting. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal jetzt zur nächsten Mission. Wir können aber noch kurz da hinten hinfliegen, weil da müsste ein Lagerfeuer oder ähnliches sein. Auf jeden Fall hat da auch was geblinkt. Aber ich glaube, außer Lagerfeuer zum Ausbruch ist hier nichts. Hier haben wir schon mal einen Gegner. Sind schon 14. Also wieder schön zu spielen. Ich habe das Max-Kampfchen wirklich. Ich habe auch lange nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. Könnte man echt mal durchaus ab und zu mal zocken. Wobei die Steam-Version, glaube ich, auch Mods hat mit Beast Wars und anderen Sachen, die ich auch schon gesehen habe. Allerdings habe ich hier die PS4-Version. Von daher, ja, PS4-Version kann leider keine Mods haben. Wir können mal kurz einen Blick ins Wasser riskieren. Mal kurz schauen, genau, das ist das hier. Können da mal kurz reinschauen, ob wir da was finden. Ich glaube eher weniger. Aber meistens geht es ja dann oft durchs Wasser durch. So. Okay, ja. Gut, dann lass uns jetzt zur Mission fliegen. Ich denke mal, dass ich euch das rauscutten werde, aber da schaue ich mal. Wenn was Schönes passiert, werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. So. Gegner, die können wir erstmal in Ruhe lassen. So. Wir können auch hier gleich mal wieder den Blick anschmeißen. Was hier? Ob wir hier irgendwas finden, was wir irgendwie suchen müssen, suchen wollen, wie auch immer. Aber nee, ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick nichts Besonderes. Man sieht ja auch später auch auf der Weltkarte, oder ich glaube auch jetzt schon, wie viele D-Medaillen man noch finden muss, kann, wie auch immer. So, aber die werden eh erst später sehr, sehr wichtig eigentlich. Gut. Dann haben wir jetzt da die Story, die beginnt. Darf ich eine Nase rumskurieren? Bitte nicht! Ah. Ja, Lunch, die genießt hat und jetzt wütend ist. Ey, ich mag den Lieder von ihr. Den ist richtig nice. Mal sehen, blau ist das auch schon, was das mit dem Roshi beschrieben hat. Wahrscheinlich ist das Lunch. Sieht aus, als würde sie sich mit ein paar Leuten streiten. So. Die Flaschen liegt euch wieder falsch an. Ich habe gesagt, her mit der Knete. Also her mit der Knete, verstanden. Nun, ja, also, was ist los? Das muss ich euch raten, wo noch. Das, dann muss ich euch raten, wo noch Blei kosten lassen. So. Jetzt ruft sie solche Monster. Oh, da stecken Schwierigkeiten. So, was? Das wollen wir die erstmal besiegen. Ich glaube, die sind auch ein bisschen stärker als wir. Ja, die sind ein bisschen stärker. Wir können uns übrigens auch verkämpfen, ein bisschen Waffen mit Essen und auch mit anderen Sachen. Ich glaube, mit Dreieck war das jetzt sogar für die Verwandlung machen, oder? Also diese Full-Power-Verwandlung jetzt hier. Nicht die Super Saiyan-Verwandlung, weil die haben wir noch nicht. Aber wir sind ja auch noch in der Saiyajin-Saga. So. Dann haben wir einen Super Masenko. Damage. So, ich werde demnächst auch mal kurz auf Fernangriffe gehen. Aber ich sollte auch gleich ein bisschen Ki aufladen. So. Okay, der explodiert gleich. Ja. Wir sind erstmal schön betäubt, nicht so gut.
Auch da war den besiegt. Sehr schön. Ja, Kugeln sammeln kann man nebenbei natürlich auch immer, wenn man Zeit hat. Das muss man natürlich auch bedenken. Das ist sehr wichtig für die Queste später. Alles in Ordnung. Also für Level Up, für Skill Quest etc. Für auch den Skillbaum ausbauen, meine ich natürlich. Kennst du meinen Papa? Das ist ein Kind. Was denn machst du hier? Ich habe meine Karte geklaut und ich versuche sie zurückzubekommen. Was? Ernsthaft? Naja. Na schön, wenn du dir so viel Arbeit spielst, kriegst du das mit mir zu tun. Ich hab nicht nachgedacht. Moment mal, du bist also gar nicht Lunch? Was? Mann, ich bin Lunch. Bewohnerin des Kamhaus. Lunch. Angeblich hat sie doch ein blaues Haar. Das ist jetzt halt schon einmal den Mund wie eine wilde Karte. Ja, meinst du, dass du vielleicht nochmal verzeihen kannst? So. Ja, Lunch ist in der roten Form. Mit gelben Haaren ist sie wütend. Ja. Das ist also nicht wie dem auch sei, wenigstens zeige ich meine Karte wieder. Tut mir leid, dass ich da so reingeplatzt bin. Ja, ich bin drüber weg. Mit dieser Karte kann ich eigentlich herausfinden, wo er wohnt. Er schwingt für sein Training überall herum. Bisher habe ich nichts als Gerüchten nachgejagt. Ja, sie sucht natürlich nach Tenshin Shande, wie man ihn so gerne nennt. Ja, Tenshin Shande. Ja, ich verstehe. Dann werde ich dafür sorgen, dass er sich mich verliebt. Halt durch, Kumpel, ich komme! So, das müsste jetzt gleich eine Hauptquest gewesen sein, oder? Tja, wirklich sie. Ich werde wirklich zurückgehen und euch erzählen, was passiert ist. So. Genau, rote Quest ist überhaupt Hauptqueste. Es gibt auch durchaus noch Nebenquests, wo man auch noch sehr viel erfährt. Hier haben wir auch noch einen Trainingsplatz. Da können wir gleich mal hingehen und können ein bisschen trainieren. Aber trainieren heißt hier, dass wir einen gewissen Gegner besiegen und dass wir dann einen Dings bekommen. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nochmal hochfliegen. Also wir einen Gegner besiegen, ein paar D-Medaillen gleich dafür ausgeben und dass wir dann halt einen neuen Angriff kriegen. Okay, wir müssen da noch eine Stufe 3 Dings erlernen, das können wir gleich noch machen. Also auch einen Angriff auf Stufe 3 müssen wir auch noch erlernen. Ich glaube Charaktere müsste das sein. Genau. Und dann Dreieck für Fähigkeitsbaum. Super Masenko, das können wir allerdings noch nicht erlernen. Da brauchen wir noch 1000 Kugeln. Schnellfeuerwelle. Harter Schlag, das haben wir erlernt. Das ist noch gesperrt. Super Erholung. Man konnte auch noch rauszoomen, das weiß ich auch noch. Genau, mit der Vorhandklack, den soll man sowieso erst erlernen, dann schalten sich die anderen frei. Da müssen wir Stufe 18 erreichen. Und hier müssen wir die Dings erlernen, genau. So, ich muss mal kurz schauen, wo sind Items? Gegenstände hier. Und dann gucken wir mal, ob wir was zum Buffen haben. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, wir sollten eher an den Lagerfeuer rangehen, aber wir sollten uns auch kurz heilen. Genau, wir sind ja durch den Kampf vorhin auch noch geschwächt. So. Ich muss mal kurz schauen, wo wir ein Lagerfeuer haben auf der Karte. Ich glaube, die sieht man auf der Karte sogar gar nicht, oder? Ja, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, von daher verzeiht mir, wenn jetzt die erste Folge danach jetzt ein bisschen schwierig ist. Da muss ich mir was das vereinsammeln sollten. Da steigt Rauch auf, da wo Rauch aufsteigt, ist auch immer ein Lagerfeuer. Hier haben wir auch noch Items, das heißt, da gehen wir mal zuerst hin.
Weil die Items möchte ich kurz noch vorher einsacken, bevor jetzt. Bevor ich das wieder vergesse. Da sparen wir uns durchaus Zeit für später dann. So. Ich finde es auch wirklich super schön, wie diese Items immer schön hervorgehoben werden, wo die denn sind. So. Da kann man nämlich echt von Weitem sehen, wo die Items sind, die man halt haben will. Wir müssen halt nur kurz mal hochfliegen. Ob wir jetzt gleich alles haben. Aber ich glaube, in der anderen Richtung war auch ein bisschen was. Da hinten ist noch was. Genau, dann werden wir jetzt erstmal hier Lagerfeuer hingehen. Und uns kurz heilen und uns kurz stärken. Und dann gehen wir uns das Item holen. Und dann machen wir den Trainingsplatz. So, eine Mahlzeit essen, genau. Das wollen wir machen. So, wir müssen mal kurz gucken. Wir gehen nach ganz unten. Das heben wir uns auch auf. Ich glaube, dafür haben wir noch nicht so viel. Vor allem brauchen wir da auch das Goldfleisch. Das Wolffleisch. Bestienfleisch. Wir machen sowieso viel mit Ki-Angriff. Von daher würde ich das Dino-Fleisch nehmen. So, dann haben wir da auf jeden Fall das schon mal gemacht. Das hält auch, glaube ich, immer eine ganze Weile. Und ich glaube auch für andere Charaktere. Ich weiß aber nicht mehr, welche Bedingungen das war, dass die Effekte sich auflösen. Ja, das hielt auf jeden Fall eine ganze Weile. So, und ich glaube jetzt hier in der Richtung müsste... Wir können auch hier mal kurz gucken, ob wir hier einen goldenen Wolf haben. Weil, falls hier ein goldener Wolf ist, könnten wir da auch das goldene Wolf vielleicht kriegen. Und dann müsst ihr auch mal gucken, was hier so in den Nachrichten steht, weil da könnt ihr noch immer sehen, was wo an Fleisch ist und an Zutaten, die man halt herbekommt. So, ich glaube, wir müssen jetzt noch hier ran, weil... Genau, da hinten ist das die Medaille, die wir noch haben wollten. Genau, hier müssten auch noch mehr Wölfe sein, weil hier ist auch die Nachricht. Und da muss man halt auch immer wirklich aufpassen, ob da irgendwo ein goldener Wolf oder sowas um sich herum ist. Das sind dann halt wirklich die, die am meisten, die halt das Beste geben. So. Genau, da ist das Ding, was wir noch haben wollten. So. Gut. Dann machen wir noch kurz die Trainingsfolge. Also hier die Trainingssache. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo die war. Ach doch, ich sehe schon. Muss man eh nochmal jumpen. Ich glaube, wenn man so schnell rennt und dann X drückt, dann jumpt man hoch und so war es auch easy, auf solche erhöhten Sachen zu kommen. Ich sage, ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt, also ich muss mich da echt nochmal neu reinfinden, natürlich wirklich dafür. Genau, aber es flog natürlich wirklich sehr hoch, aber so ist es natürlich. Das ist das, was wir haben wollten. Genau, dann machen wir das, versuchen den Angriff zu lernen. Das heißt, wir müssen durch gegen uns selber kämpfen, der den Angriff schon drauf hat. Und auch gegen Piccolo, okay. So, wenn man natürlich auch betäuben, dann die Betäubungsleiste sinkt, dann passiert auch irgendwas. So. Koppe einschlag. Ich bin auch leider ausgewichen. Oh.
Gohan ist fast durch. So, machen wir erstmal das hier und dann Zubomasenko. Dann machen wir Zubomasenko. Ich glaube, manchmal drücke ich ein bisschen zu schnell die Tasten. Deswegen mache ich diese Fernangriffe nicht ganz so gerne. So, sollten wir ein bisschen viel holen. Aua. So. Das war auch recht easy. Sehr nice. Gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Und dann begibt sich auf der Weltkarte zum Karma-Haus. Machen wir. So. Ja, man kann hier auf der Karte auch noch sehen, wo die Dragon Balls liegen. Ich weiß halt gar nicht, ab wann man die sammeln kann. Aber die werden auf jeden Fall auf der Karte angezeigt dann. Wenn man übrigens zu Mutant Roshi auch noch geht, kann man durchaus auch Belohnungen abholen, je nachdem, wie weit man dann in der Story ist. Allerdings muss man den auch vorher noch ansprechen. Also man muss ihn halt nicht innerhalb während einer Quest ansprechen, sondern halt innerhalb, also außerhalb einer Quest, so gesehen, muss man ihn dann dafür ansprechen. Da sieht man aber auch in den Missionen, wie weit man da ist. So. Dann erstattet man den Roshi jetzt mal Bericht. Halt! Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte gleich nur runter. So. Ich habe Lust gefunden, aber sie ist irgendwo hingelaufen. Wovon sprichst du? Ich bin erst vor kurzem zurückgekommen. Ja, Moment, aber. Oh, hat mich jemand gerufen? Was? Oh, du musst der Junge sein, von dem Roshi erzählt hat. Du bist so ein guter Sohn, oder? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Lunch. Du bist Lunch? Also die Frau, die ich hier getroffen hatte, hatte blondes Haar. Ah, das ist mein anderes Ich. Mein anderes Ich. Wenn ich einmal niese, dann wechsle ich meine Seiten. Angeblich ändert sich meine Persönlichkeit, wenn ich niese. Und mein Haar wird dann auch wohl blond. Was? Deine Persönlichkeit ändert sich? Schwer zu glauben, oder? Ich denke, das ist wohl eine Krankheit. Ja, man weiß, glaube ich, nicht, was das genau ist. Das wurde, glaube ich, nie erklärt. Man könnte das wohl am ehesten beschreiben. Ah, jetzt weiß ich vielleicht, das hatte ich vergessen zu sagen. Tut mir leid. So. Ich hoffe wirklich, mein anderes Ich hat dir keine allzu großen Ärger gemacht, weil schon übertreibt sie etwas. Oh nein. Ich bin nur erstaunt, dich hier zu sehen. Dass sie meinte, jemanden suchen wollte. Genau. Als ich zu mir kam, war ich im westlichen Hauptstadt und wusste nicht, was los war. Also habe ich beschlossen, hierher zu kommen. Alles klar, aber ich weiß was. Ich
Ich kann dir was Leckeres kochen, um dir dafür zu danken, dass du dich mit meinem anderen Ich abgegeben hast. Das wäre auch das Mindeste. Ja, danke. Ich wollte schon länger mal ein paar Rezepte ausprobieren. Ja, ich finde das eine tolle Idee, dann könnten wir alle zusammen essen. Yay, futtern! Okay. Und dann kriegen wir auch die Medaille für Lunch. So, für die Seelenkarten oder für die ganze Seelensachen. So, der ist gekocht, wir können auch nicht auch nichts aussuchen. Ihr könnt Krillin hinzusuchen. Ihr könnt mal, wir mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr Krillin aussprecht. Also Krillin, Kuririn. Keine Ahnung, was da noch alles für Möglichkeiten gibt. Der Gruppe werden wir unterbrechen anpassen. Genau, in Kapitel in der Hauptsache kannst du deine Gruppe nicht ändern. Wenn du unterbrechen, kannst du hier Charaktere frei wählen. Genau, also wenn wir jetzt. Boah. Ja. Mutenroshi, Meister Kaio. Ja, der spricht übrigens auch hier aus dem Controller raus, dann hier aus dem Controller-Dings. Ey, das war erstmal war das so ex. So. Das ist halt wirklich. Es ist nice, aber es ist so ungewohnt. Wir müssen mit Chichi sprechen. Wir reden mal kurz mit Roshi, ob der schon was von uns hat. Nee, anscheinend nicht. Wir müssen nur mal weg sein dann. Aber wir können hier eine Erinnerung aussuchen. Bevor Roshi und Sengoku Krillin trainiert, verlangt er von ihnen, dass sie ihm eine schöne Frau mitbringen. Die beiden finden Lunch, die versucht der Polizei aus dem Weg zu vibrieren und sie bringen sie zum Krankenhaus. Mutten Roshi ist mit Lunch zufrieden, als sie jedoch die Uniform der Schildkrötenschule anziehen lässt, riecht was so unglaublich. Lunch fließt, wodurch sie mit einer ruhigen und Höflichkeit in Dame zu stimmischen Chaotin wird. Und dann kriegen wir die Uniform. Okay. So. Genau, wurde noch ein paar Seiten aktualisiert. Dann lassen wir noch hier kurz schauen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hochspringen, aber egal. Ich verwechsel noch immer ein bisschen die Tasten bei dem Spiel. Wo haben wir jetzt das Kameras? Genau, sind da drüber. Genau, wir können hier durchaus noch ein bisschen was machen. So, wir können noch ein bisschen was einsammeln. Das müsste noch eine Erinnerung oder irgendwie was sein oder Training. Ja, das Training, aber Training haben wir ja schon. Wir können allerdings noch die Gruppe anpassen. Das heißt, wir können Krillin hier mit hinzufügen. Und dann schauen wir auch mal gleich wegen Krillin Skillbaum. Genau, der hat auch schon einiges freigeschaltet, so ein bisschen. Das hat er auch schon. Reichstufe 25. Genau, da müssen wir jetzt noch einiges freischalten. Ich glaube, er hat auch noch keinen Superangriff, den wir freischalten können, gerade per Training. Ne, nur so Gohan ist gerade da. So, dann müssen wir noch mit Chichi sprechen. So, wir haben eine Nebenstory. Dann würde ich sagen, gucken wir, was das für eine Nebenstory ist. Und die Nebenstory plus die weitere Story machen wir dann in der nächsten Folge. Also, damit ihr schon mal wisst, worum es geht, seht ihr natürlich hier gleich. Kann ich die hier schon irgendwo sehen? Hier sehe ich die. So. Wenn wir jetzt sprechen, dann. Hey Bulma! Was soll denn das für dich hier denn hier? Ich war gerade in der Gegend, dachte mir schon mal vorbei. Ich muss mir gleich einen Gefallen bitten. Ahnungsvolle Furcht. Scheinbar brauchst du Bulmas und Gohans Hilfe, sich nach was du tun kannst. Das ist dann die Quest, die wir beim nächsten Mal machen, so wie wir auch mit der Hauptstory weitermachen. Und dann verabschiede ich mich von dieser Folge für euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Luffy. Haut rein.